Läuft es? Gut. Katze, denkst du, Götter können sterben? Oh, fuck. Wenn du drauf sitzt schon. Oh, please. Das war nicht nett, Pascal. Das sollte auch nicht nett sein. Okay. Daher ist man jemals nett zu dir. Gut. Bist du immer noch nicht bereit? Ach, endlich! Willkommen zurück zu Borderlands. Borderlands 1. Wir sind wieder da, wir sind voll am Start, wir sind motiviert, Brick ist motiviert, Brick ist schon voll. Yeah! Brick ist schon Komm voll her, dabei. Großer! Kämpfe mir! Kämpfe mir! Und wir haben heute so richtig Bock, dem Interplanetary Ninja Deine, Assassin Clapjump. deine, 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 deine. Halt die Schnauze. Ja, Mann, was er gesagt hat. Patzer und ich machen jetzt voll die krassen Missionen. Wir müssen jetzt. Und da ist unser stummer Kameramann, der einfach nur nachläuft Wir und müssen einfach jetzt dasteht. Kühlpumpen finden und Fabriken zerstören. Und was ist das eigentlich die Hauptmission? Warte mal, was haben wir denn überhaupt alles hier? Hi, Oh, die ist Dennis! aber auch sehr, die ist aber auch sehr. Das ist ja toll. Ein andermal. Noch nicht? Okay. Nein, ich will den hier. Ich will den hier. Clucktrap. Oh. Wo ist der? Ist er in dem Piratengebiet? Nee. Nee, der In war in der. dieser verwirrenden Höhle. Ach, in der Höhle. Das heißt, wir dürfen nochmal in die Höhle, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Das ist so Es ist schön. Ja, super, wir da haben. kenne ich mich ja so gut aus, nicht? Nein, wir haben so viele Nebenmissionen, die wir noch machen Außerdem müssen. haben wir Brick dabei. Das ist ja kein Problem. Brick Ja, Mann, ist. ich Ja, bin. ich habe Brick auf diesen Tag trainiert, angesetzt. Brick ist Ich in habe ja. diesen Höhlen aufgewachsen. Er wurde Nein, das. von Nein, er wurde Skeks nicht. Er hat. großgezogen. Nein, halt die Schnauze, das ist meine Art und Weise, die Geschichte zu erzählen. Ich habe ihn für Jahre lang Ach, trainiert, verdammt. den Wut an Hühnchen auszulassen, damit er eines Tages Clucktrap herausfordern kann. Boah, der war geil. Gut gemacht, Brick. Ich Echt? weiß, ich bin. Oh, verdammt, ich bin runtergefallen. Nur für Clucktrap? Ja, nur für Scheiße. Ich war eine so gute Taube und jetzt kann ich nicht mal mehr auf der Lampe stehen. Nein! Du hast zu Das ist lange alles kein deine Borderlands mehr Schuld. gespielt. Brick, da, guck mal da durch. Das halt dann bestimmt alle auf. Ich glaube, ich bin etwas zu groß. Das ist Quatsch. Bist du nicht zu Roland hat groß? einfach die perfekte Größe für das Ding, das ist der Ich Wahnsinn. komme nicht mal zum unteren Ja, da, Rund. ja, bei Roland ist einfach perfekt. Guck dir das an. Das ist. Nee, da passt es bei dir nicht. Aber bei dem anderen passt es bei dir perfekt. Ja. Weil ich finde, bei Brick sieht es auch gut aus. Jetzt punch Brick das Ding Siehst du, wieder. siehst du, warte, Ja, wenn aber er in steht der mal still. Stellung ist, dann Dann haben wir noch ein bisschen weiter ja. nach links. Ne, Ja, andere das war Richtung. rechts, links. Links, nicht rechts, links. Noch ein Noch Stück, noch ein ein Stück. bisschen. Ja, siehst du, perfekt, der Ja, kann ja Wunder. durchgucken. Habe ich ja gesagt, der kann. Perfekt. Nö, musst ihn einfach runter machen, du dummes Stück Scheiße. Hey, Brick hat dich beleidigt, der Toiletten beleidigt. Hau ihn Und dann rein. du hast was getan. So, Ja, oh, Toiletten. Moment mal, Hey, lass komm uns mal jetzt her. einmal weiter. Nee, stopp. Ey, du scheiß Halt, Toxikaner, so komm mal schon. Nein, Hey, das ist rassistisch, mein Freund. Du kannst nicht einfach den Mexikaner beleidigen und dann so sagen, du kannst hier aber davon kommen, wenn du sagst, ich habe Toiletten beleidigt. Das ist nie wahr, ich habe nie deine Toiletten beleidigt. Aber du hast die scheiß Toxikaner Hast du gehört, beleidigt. er hat Verstehst du, gesagt, was ich sagen will, deine Deutsch? Ich Toiletten hätte beleidigt. Ich Toxikaner meine, beleidigt, mein hast du Freund. das von ihm Das kratzt gefallen zu oder meiner was? Ehre, wir Toxikaner, wir sind ein sehr Ich finde meine Waffe widerstandsfähiges nicht. Volk, verstehst du? Wir können uns nicht einfach so von unseren Urtrieben Habe ich dich befreien. fallen gelassen? Ja, wir essen im Jahr so viel Spargel, Bohnen essen wir in Truxico, Mexiko, Ja, ist dir ja. deine Bohnenbergbrück? Lässt du das auf dir sitzen? Ja, ich kann das nicht verstehen, wie kannst du nur so rassistische Äußerungen gegenüber meinem Volk machen, du Dreckiger. Ja, halt mal schnell Fresse, ich muss meine Waffen suchen.
Für wen hält er sich eigentlich, hä? Jetzt kratzt er meine Ehre, verstehst du? Ich habe eine Ehre, ich bin Truxikaner, ich habe eine Ehre. Diese Ehre muss ich verteidigen, mit allen möglichen Mitteln. Außer mit Kämpfen. Fight me, fight me, fight me, fight me, fight me, fight me, bitch. Fight me. Das war Schild. Das habe ich alles mit... Ah, ja, das war ja, stimmt. Es ist gar nichts passiert, Mann. Ich weiß. Ja, okay. Na los, komm schon. Komm schon. Na los. Na los, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Au. Aber scheiße. Das würde ich mal wirklich wehgetan. Ey, ich habe ja auch keinen starken Nahkampf mehr. Damals war das noch viel einfacher, als ich einen starken Nahkampf hatte. Aber es ist ja alles nicht mehr das gleiche. Es ist alles nicht mehr wie früher. Was willst du denn, ne? Was willst du denn? Hast du meine Erde als Ruxikaner beleidigt, ne? Du kannst einen Jumpman. Das bin ich mal getroffen. Ich habe ja auch nichts gemacht. Oh doch. Du warst einfach da. Wir haben es schon gemerkt. Aber jetzt tust du Ich kann dir Schaden zufügen. Will einer von euch beiden mal den Typen da herausfordern, der da an dem Balkon steht, oder? Ja, ich hab's gesagt, ich hab Schaden zugefügt. Brick ist einfach ab einem bestimmten... Raketensicher. Ist einfach ab einem bestimmten Level so imbar mit der Scheiße. Brick, das ist meine Geheimwaffe. Das ist der Anti-Brick. Der Anti-Brick? Das ist die einzige Waffe, die Brick Schaden machen kann. I am bulletproof. Okay, ich zeig's dir, wie bulletproof du bist. Pass auf. Schlag mich. Los. Jetzt werde ich dir gleich zeigen, wie bulletproof du bist. Pass auf. Siehst du, ich... Alle Kugeln prallen an die Abbrick. Ich weiß. Scheiße, Mann. Aber nicht an dir. Ja, was so übermächtig ist. Ich bin nicht so wie der Toxikaner, der Lügen und Dinge behauptet, Mann. Ich bin nur ein Scharfschütze. Was machen wir überhaupt, Daniel? Ja, Patze will doch die Mission, was wir töten, jetzt Clucktrap. Ja. Ja. Mein Wille geschehe. Ah, okay. Ich bin schon unten. Rassistisch. Das war jetzt gerade sehr rassistisch, was du da von dir gegeben hast. Was dieses Ah! Ja. Erinnert mich ein bisschen an Toad. Nein. An Toadbrot. Nein. Warum nicht? Weil du bist Toastbrot. Boah, Brick! Brick macht die coolen Dinge. Ich bin eine Taube. Nein, du bist einer von diesen, Boah, da oben ist er. Auf dem Geschützturm. Heftig! Bruder! Heftig! Heftig! Bruder, Digga, was, Alter, geht das noch krasser, ey, heftig! Ey, und jetzt springt der da runter, Alter, heftig! Ich bin auch ein Parkourläufer wie du! Da hinten ist eine Waffenkiste. Oh, das ist eine versteckte Kiste, okay. Was kann ich mir auch so... Oh, nur so Drecksniper sind da drin. Er hätte das gedacht, da wahrscheinlich auf. Nur weiße Sniper. Oh, Patze, jetzt bin ich extra hier hochgekommen und ist dann eine Sniper drin, was soll die Scheiße? Eine weiße Sniper, aber das ist keine... Da war eine SMG drin, ich hab das gesehen. Ja, aber SMG ist... Ja, und weiter, du kriegst nix. Hey Jungs. Platzen die dich an, Blatt? Hab ich meinen Zaubertrick gesehen, ich war hier. Gut, haben wir das auch geil. Ja, alles klar, gut, dass wir es geklärt haben. Ja. Weißt du wieder, wo du bist? Wenn ich zu uns hast. Unter allen anderen. Ich bin ja auch nur für den Fernkampf zuständig, okay? Hey Brick. Er war schon immer unter allen anderen, weil er ist klein. Okay. Heck in order. It goes you. Ich stell mal vor, wir hätten Lilith dabei. The worms in the dirt. Was ist mit Lilith? Brick's Stuhl. Das ist eine Frau. Die ist Roland. Kleiner als ich. Roland. Brick. And Brick. Roland. Okay, Brick. Du führst uns, hab ich gehört. Cheater! Brick, der cheatet! Wieso?
Ja, guck mal, wo der war. Der war da oben. Der hat gecheatet, Mann. Voll der Cheater, Mann. Er ist keine Taube, er darf das nicht. Ja, soll ich, er ist Cheater. Ich bin eine Taube, ich darf das. Habe ich die Erlaubnis, das zu dürfen? Hat es eine Hilfstaube, er darf das auch. Cool! Ich bin eine Hilfstaube! Yay! Eine Hilfstaube? Ja. Ja, eine Hilfstaube. Nein, weißt Junge, du? Geh weg. Tauben brauchen ab und zu auch. Du bist keine Hilfstaube. Runter, du Toxikaner. Verpiss dich. Das ist Rassismus. Das ist Rassismus auf höchstem Level. Ich kann das nicht gut heißen. Ich brauche keine Hilfstauben mehr. Runter da. Wir brauchen keine Monabit-Tauben. Er ist nicht mal eine Taube, er ist bestimmt ein Specht. Nein. Er ist vielmehr ein. Ja. Eine Fledermaus. Er meint, es sei ein Vogel, aber ist gar kein. Okay. Okay, wir. Okay. Ja, wir gehen Clucktrap suchen. Ich habe leider keine Ahnung, deswegen. Ja, lass dich hier auf deinen Geruch, Brick. Ah. Okay. Was ist der? Da lang, okay. Das ist, auf seinen Geruch zu verlassen, ist immer gut. Ich glaube, dann ja. Dann habe ich natürlich antrainiert. Ich habe das Brick den perfekten Mann gemacht, Mann. Den perfekten Mann. Vorher war er was? Vorher war er der perfekte Brick. So, aber jetzt ist er der perfekte Brick und Mann in einem. Wie mir das schmeckt, fragst du? Na, eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich schmeckt Brick wahrscheinlich alles. Das kannst du nicht so von dir so behaupten, Mann. Woher bist du das denn wissen, du verdammter Rassist? Weil Brick, glaube ich, alles ist. Das ist korrekt. Vollzeile. Ach, guck mal, kleine Claptraps! Ah. Ja, wir müssen eh noch. Ja, ich weiß, wir müssen noch Komponenten sammeln. Wir können auch gleich nochmal hier die Höhle ein bisschen abgehen und der Komponenten nein. Sammeln. Nein. Okay. Dein Brick hat gesprochen, wir hören auf Brick. Du hast gar nichts zu sagen. Halt die Klappe! Du bist keine Hilfstaube. Patz ist die Hilfstaube. Und Hilfstauben brauche ich, weil ich als alleinige Taube kann manchmal nicht ganze Autos voll scheißen. Willst du dich mit mir anlegen? Nö. Du hast dich mit mir anlegen wollen. So, es muss taktisch sein. Okay. Oh goddammit. Ah. Du hast doch wankommen lassen. Deine Mama. Was mit meiner Mutter? Hast du schon verstanden oder was? Ja. Töten. Okay, ja. Wer ist die Höhle? Ich glaube, es war die Höhle. Gut gemacht, Brick. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Das ist sie. Gut gemacht, Brick. You did well. Auf dich ich habe wenigstens extra verlassen. Auf die Karte geschaut. Da nicht. Vorne. So böse! Oh mein Gott, was machen wir bist jetzt? Bist du bereit? Chicken Nuggets! Toll! Siehst du, nur wegen Brick haben wir das überlebt, man. Das war sehr knapp, aber ja. Ich wusste, er würde es schaffen. Danke, Brick. Das hast du gut gemacht, Brick. Hab ich gerne gemacht. Und du hast sogar eine Springmeister-Class noch bekommen. Ich brauche keine Klasmos. Er ist Brick. Brick. Ah, da ist eine Waffenkiste. Aber die magst du doch, Brick, oder? Die Waffenkisten magst du ja. Ja. Das ist schon wieder die Waffenkiste, oder? Oh, shit. Ah, nee, das war eine andere, wo wir letztes Mal so lange für gebraucht haben. Ja. Ah, da ist wahrscheinlich eh nichts Gutes drin. Ja, das Klasmos ist stärker. Ich habe zu viele Muskeln. Das ist ein Turio-Klasmod. Plus 52%. Ich komm doch überall hoch, Daniel. Ich komm überall hoch. Ah, okay, doch, das war's. Ach, das ist so ein Klasse. Oh shit, ich kann nicht gerade ausdrücken mit dem Stick. okay. So angeschlagen, Mann, das kann es ja nicht geben, Mann. Ha! Ha! Jetzt ist er wieder angeschlagen! Ha! Wir werden mit Reifen sammeln. Das war der Plan, Brick. You did well. Okay.
Oh nein, wir kriegen Besuch. Was, wer kommt? Oh, Rex. Die sind hier schon alle tot. Oh, das ganze Loot, Mann. Wow, geil. Zum Glück habt ihr Blitze auf unserer Seite. Siehst du, Brick ist so mächtig, er kann das Wetter manipulieren, wie er möchte. Mhm. Heckenschützen-Glasmod. Das heißt, ich brauche nie eine Dusche. Ich kann einfach, ich kann es einfach regnen lassen. Okay, der jetzige ist besser. Ach, gehen wir wieder hoch oder wollen wir jetzt noch durch die Höhle durch? Ist hier was anderes? Eine andere Mission noch? Nein, hier war keine andere Mission. Sonst war hier nichts mehr, ne? Wir können auch die hier machen. Ja, töten wir Crawler, Max. Oh, nein, okay. Wenn Daniel das vorstellt, ist wieder doof. Nö. Nö, nö. Sind die Reifen hier oder? Nein, die sind wieder ganz woanders, mein Freund. Hallo, man muss die DLCs künstlich in die Länge ziehen, indem man einfach dämlich durch die Gegend rennt. Ja Mann, rennen! Aber hey, die Gegend ist schön. Ja? What the fuck, das ist eine Höhle, Mann. Was ist daran schön? Die ist verzweigt. Ach, schau mal, diese wunderschönen Steine mit Liebe designt. Von Randy höchstpersönlich. Es gibt hier rote Höhlen und es gibt braune Höhlen und grüne Höhlen. Hier wächst Gras. Oh, dieser Typ ist auf die Nerven, Brick. Darf ich nicht einfach eine reinhauen? Blaue Höhlen. Du darfst ihn das immer schlagen. Nein, okay, der ist doch nicht tot. Ah, der ist doch tot. Das will sich bewegen. Ich wollte mich schon wieder über Mordeka aufregen, dass er so einen scheiß Job macht. Aber er liegt jetzt nur auf dem Kopf. Liegt halt da so rum, weißt du. Und da sind wir wieder. Siehst du, ohne Brick hätten wir das nie rausgefunden. Ja, das stimmt, ja. Danke, Brick. Gern geschehen. Erstmal einen Scheißverkauf, den ich aufgesammelt habe. Oh ja, wozu scheiß, verkaufst das du das eigentlich noch? Du hast doch die 1 Million fürs World Letters. Ja, und weiter soll ich den ganzen Krempel hier einfach mit mir rumtragen, oder? Nein, du kannst ihn einfach in den Kisten liegen lassen. Nein. Okay. Also ich verkaufe eigentlich alles, was nicht Atlas ist. Ja, also. Okay, bei Pascal kann ich noch irgendwie nachvollziehen, weil der die Atlas-Waffen sammelt.